Habe dir die? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es den zweiten Teil zu dem Bit. Heute werde ich mich um die Seitenteile kümmern. Da werde ich die Bitverbinder einfräsen, die Kanten bearbeiten, alles wieder schleifen und die Oberflächenbehandlung machen. Ich hoffe, dass wir so weit kommen, dass wir das Ganze zusammenbauen können. Wer den ersten Teil zu dem Bit-Projekt noch nicht gesehen hat, ich verlinke den da oben mal. Bevor es aber jetzt so richtig losgeht, möchte ich euch noch was zeigen. In dem ersten Teil zu dem Bettprojekt habe ich ja das Problem gehabt mit der Hobbymaschine, dass wenn ich recht viel zugestellt habe, dass die Auszugs- und die Einzugswellen immer stehen geblieben sind, weil da unten diese Kupplung da so voller Fett geschmiert war. Das haut jetzt einmal frei hin. Ich habe ja auch gesagt, ich spendiere der Hobbymaschine mal neue Keilriemen, weil die alten so schlecht beieinander waren. Die haben jetzt vor ein paar Tagen gekommen, die habe ich schon draufgebaut. Ich habe jetzt bloß ein Problem. Und da möchte ich euch jetzt fragen, wie da eure Erfahrung ist mit sowas. Ich kann ja diese Spannung von den Keilriemen nicht ändern, weil der Motor fest verschraubt ist und da oben kann man ja sowieso nichts ändern, das ist ja eine fixe Position. Ich finde die Keilriemen jetzt fast ein wenig streng. Das ist von der Bezeichnung her, haben das genau die gleichen Keilriemen wie die, wo vorher drum waren. Ich weiß, dass sie die ein wenig einlaufen müssen und dass die Spannung mit der Zeit auch nachlässt. Aber jetzt habe ich es einmal so 3-4 Minuten laufen lassen, einfach leer, ohne dass ich was gearbeitet habe. Und diese Scheiben da oben und die Scheiben da unten, die werden so richtig, ja, ich möchte jetzt nicht sagen heiß, man kann es anlangen, aber die haben so richtig handwarm. Auch die Riemen haben warm. Und man sieht da, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da liegen ein paar so Gummibräsel. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie die Riemen einarbeiten oder einlaufen. Soll ich das so lassen? Soll ich die irgendwas ändern? Ich weiß nicht, ob das der Maschine jetzt gut tut. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, wenn ich damit arbeite, dass ich nicht jetzt gleich eine Stunde am Stück habe, sondern dass ich der einfach die Zeit gibt, dass ich die Riemen ein wenig einlaufen sollen. Aber da kannst du mir jetzt einmal in die Kommentare schreiben, wie da eure Erfahrungen sind oder was ihr machen würdet. Würdet es einfach so lassen, weil eine andere Alternative habe ich ja fast nicht, weil die alten Riemen so schlecht beieinander sind. Aber ich könnte da unten vielleicht irgendwas umbauen, dass man da vielleicht die Spannung ein wenig verringern kann und dann später wieder nachspannt. Ja. Schreibt es mir doch da mal in die Kommentare, was ihr da machen würdet. Aber es soll ja heute nicht um Tobi-Maschine gehen. Ich will ja diese Bettverbinder fräsen. So schauen die aus. Ich zeige es euch schnell im Detail. Pro Bettbeschlag gibt es zwei Teile, das ist einmal das, was so raussteht. Das mache ich auf die Stirnseiten drauf. Und die andere Seite von dem Beschlag schaut so aus. Da rutscht das Teil dann rein. Das mache ich in die Seitenteile rein, da wo der Lattenrost dann später drin liegt. Das war jetzt bloß einmal ein Probestickel, damit ich die Tiefen von der Nut einstellen kann. Das rutscht dann da so zusammen. Ich mache jetzt pro Seite jeweils zwei rein. Also einen da oben und einen da unten. Dafür habe ich mir jetzt an meinem Formatkreissäge die Vorrichtung hingebaut. Das ist einmal da so ein Stückel von einer alten Arbeitsplatte und einer USB-Platte. Da habe ich die Oberfräse hingeschraubt. Da, wo eigentlich diese, keine Ahnung was das für so eine Kunststoffplatte oder was da unten an der Oberfräse normalerweise drauf ist. Da habe ich einen Schaftfräser mit 16 mm. Der Bettbeschlag hat leider 17. Jetzt muss ich es so machen, dass ich von zwei Seiten fräse. Dafür habe ich mir das Teil dann gebaut, weil die Seitenteile habe ich schon zusammengeklemmt. Die schauen jetzt so aus. Da unten liegt der Lattenrost dann drin. Also das ist jetzt quasi wie ein L. Da sieht man es. Da liegt der Lattenrost dann auf. Und da will ich die Nut einfräsen für diesen Bettbeschlag. Nicht ganz durch. Ich lasse da oben irgendwie so 20 mm vielleicht stehen. Da haben wir da jetzt auch schon einen Riss gemacht. Einmal da und einmal da, weil ich ja von zwei Seiten einfräsen muss. Ich muss das Ganze einmal umdrehen. Und das habe ich mir einfach als Erhöhung jetzt gebaut, damit das Stickel, wo es der Lattenrost aufliegt, dann da so runterhängt, damit das da frei aufliegen kann. Aber jetzt hätte ich gesagt, jetzt fräsen wir einfach mal eins und dann schauen wir mal, ob es passt. Thank you.
So schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Die werden natürlich noch festgeschraubt, ist klar. Die haben jetzt da vielleicht ein Zehntel oder so Spul, das macht aber gar nichts. Ich fräse jetzt die anderen drei Seiten und dann geht's weiter. Jetzt hätte ich fast was vergessen. Und zwar will ich also ein Querstreben da unten, da links, reinmachen, so wie das Seitenteil ist. Und da will ich auch so ein Bettverbinder reinmachen. Das fräse ich jetzt noch schnell und dann kann ich die Oberfräse umbauen, dass wir da die Rundungen hinfräsen. So, jetzt ist die Strähne auch gefräst. Die passt gleich noch besser wie die Seitenteile. Also da passt es jetzt wirklich hundertprozentig. Ich baue jetzt die Oberfräse da wieder an und baue eine Rundungsfräse ein und dann fräse ich die ganzen Seitenteile und die Strähne die Rundungen hin. Bei den Seitenteilen haben die Rundungen jetzt alle hingefräst. Da habe ich natürlich wieder nicht weit genug gedacht. Ich hätte die Rundung hier fräsen sollen, bevor ich die Nut rausfräse, weil der Anlaufring da ja herläuft und dann da in die Nut eintaucht war. Ist aber kein Problem. Ich habe mir da jetzt so Glitzel hergekriegt und die mit Keile festgemacht, dass der Anlaufring da entlanglaufen kann. Oder einmal frei hingehauen. Jetzt muss ich bloß noch bei der Verstrebung die Rundungen hinfräsen. Die kriegt du auf alle vier Seiten. Da war ich natürlich auch wieder so gescheit. Da sieht man das jetzt, da darf der Anlaufring nämlich herlaufen und da dann eintauchen. Da richten wir jetzt auch so ein Glätzl her, dann fräse ich das schnell. Als nächstes werde ich jetzt die Bettverbinder da an die Stirnseiten schrauben. Ich habe mir das alles schon mal rausgemessen. Ich mache das ganz einfach. Ich baue mir da jetzt keine Schablone oder irgendwas. Ich habe rausgemessen von der Oberkante. Der untere muss auf 26,1 Oberkante. Da her. Das ist nicht recht einfach, weil die, wenn du es zusammenschiebst, dann haben die da unten nicht bündig, sondern das Gegenstück rutscht 3 mm weiter zusammen, wie das Ding ist. Also da muss man ein wenig tricksen, am besten baut man so vorher ein Probestickel. Also wie gesagt, das muss von der Oberkante 26,1 roh. Und dann haben wir ein Hützel gemacht. Das ist genau der Abstand von der Nut, von dem Gegenstück. Das sind 7 mm. Da kontrolliere ich dann, ob es passt. Da mache ich erst einmal das mittlere Loch. Das stiche ich mir ein wenig vor. Dann kontrolliere ich das Maß nochmal. 26,1. Schau, ob die 7 mm passen. Dann nochmal vorbohren. Und dann schraube ich erst einmal Ohrschrauben rein und schaue, ob das alles passt. ganz perfekt. Und da habe ich ja genau meine 7 mm.
Jetzt kann ich die anderen zwei Löcher bohren. Bei dem oberen mache ich im Grunde das gleiche. Der muss auf 16,5. Oberkante. Wieder meine 7 mm Abstand. Das ist halt jetzt der Vorteil, wenn es nicht ganz passt und man hat bloß einen Schrauben drin. Da kann man das ein wenig nachrichten. 7, 7, perfekt. Und jetzt die anderen zwei. Bei den Seitenteilen ist es jetzt wesentlich einfacher. Da werden die Verbinder ja von der Nut geführt, also seitlich kannst du da gar nicht viel aus. Der obere wird von der Unterkante bis Unterkante Seitenteil 95 mm verschraubt und der untere wird einfach mit der Unterkante vom Seitenteil bündig verschraubt. Die haue ich jetzt schnell rein und dann steckt man das Bett mal provisorisch zusammen. Eine Ewigkeit später. Jetzt habe ich das Bett mal provisorisch zusammengesteckt. So schaut es aus. Also ich muss echt sagen, diese Bettverbinder habe ich jetzt das erste Mal hergenommen, aber die sind echt super. Die kannst du richtig schön zusammenklopfen. Da habe ich jetzt die Rundung extra da aufgekehrt, damit das da in das Seitenteil übergeht. Da innen ist das alles schön bündig. Da liegt der Lattenrost dann auf. Außen ist die Rundung genau so, dass die dann im Seitenteil aufhört. Das braucht sich nicht wundern, da haben ein bisschen Brandspuren. Die Seitenteile habe ich noch nicht geschliffen. Das mache ich jetzt dann, wenn ich es wieder zerlegt habe. Da oben habe ich das auch so gemacht mit der Rundung, dass da die Rundung ausläuft und um den Pfosten so rumläuft. Da muss ich es noch ein bisschen verschleifen, da passt es noch nicht hundertprozentig. Da unten ist die Längsstreben drin, die habe ich auch mit so einem Bettverbinder rein gemacht. Da ist aber bloß einer drin, da haben wir zwei keinen Platz. Ich habe mich jetzt auch entschieden, dass ich da so Querstreben rein mache. Die habe ich bewusst liegend rein gemacht, weil da unten eventuell die Spülküche von der Tochter reinkommt und dann kannst du das gleich ein bisschen als Ablage nutzen. Da habe ich mir aber jetzt nicht so viel Arbeit gemacht. Da habe ich einfach 10er Löcher vorbohrt, einen Zentimeter tief und dann mit einem Dreierbohrer vorbohrt für zwei Edelstahlschrauben. Da werde ich so 10er Dübelstangen einsetzen oder so Rundstangen aus Buche und die bündig verschleifen. Das gleiche werde ich auch da oben an den Stirnseiten machen. Da weiß ich noch nicht, ob ich drei oder vielleicht sogar vier hineinmache. Einfach um diese Lamellos ein wenig zu unterstützen, weil ja so hundertprozentig vertrauen tue ich den Lamellos nie. Und ja, man weiß ja selber, Kinder wägeln da in dem Bett umeinander und hupfen da drin umeinander. Einfach um die Stabilität ein bisschen zu gewährleisten, werde ich da auch noch so Dübelstangen bohren. Aber das verschraube ich nicht, da haue ich bloß die Stangen rein, vielleicht so 40 mm oder was in das Material da rein. Da werde ich das gleiche machen, weil da hängt jetzt auch alles bloß an die Lamellos und am Leim. Da werde ich von unten dann ein paar Dübelstangen setzen und die verleimen. Jetzt als nächstes muss ich da noch ein Reling, sage ich mal, hier machen, damit es einfach nicht rauskullern kann. Hinten ist ja die Wand, so auf zwei Seiten. Da vorne kommt dann noch eine Leiter hin, dass man aufkrackeln kann. Und ab da ungefähr mache ich so ein Reling hin. Da richte ich jetzt das Material schnell her und wenn ich das dann soweit fertig habe, dann zeige ich es euch nochmal. Ich habe mir da jetzt diese drei Dübel angezeichnet, wo ich in die Stirnseiten einbohren will. Da muss ich halt jetzt Obacht geben, weil das ist ein 10 mm Bohrer. Und Materialstärken habe ich da unten 24 mm, also links und rechts ist da nicht recht viel Platz. Damit ich da jetzt gerade reinbohre, mache ich es immer so. Ich setze da den Bohrer leicht an und dann sehe ich ja, wenn der Bohrer das Kratzen anfängt mit der Schneiden, dass er gleichmäßig druckt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Da, wo die Schneiden vom Bohrer das Kratzen anfängt, da sehe ich dann ungefähr, ob ich gerade reinkomme. Und natürlich schaue ich mit dem Auge ein wenig drüber. Ein bisschen fluchten. Und dann
Dann kommt jetzt das Lamello. Das Loch ist jetzt ungefähr 70 mm tief. Jetzt bohre ich die anderen rundherum schnell und dann zeige ich euch das mit den Dübeln schnell. Die Dübel habe ich jetzt hergerichtet. Die habe ich da vorne einfach angefasst mit dem Taschenmesser. Und an einer Stelle habe ich es ein wenig abgeflacht. Das ist dafür da, weil die Dübel ja nicht griffig sind. Das Griffige darf man nämlich da vorne dann sehen. Das sind stinknormale, runde, glatte. Die habe ich so gekauft in der Länge. Die haben 200 mm glaube ich lang. Das ist dafür da, dass der Leim, den schiebst du mit dem Dübel vor dir her, oder vor dem Dübel schiebst du den Leim her, wenn du den dann reinklopfst, und damit der dann, wenn der am Grund ansteht, da vorbeigedruckt werden kann, habe ich den eben da so abgeflacht. Da habe ich aber einen Zentimeter vorher aufgehört, da haben wir jetzt die Dübellochlänge, habe ich mir da angezeichnet, und habe da aufgehört zum Abflachen, weil das darfst du dann natürlich da vorne auch sehen. Jetzt haue ich da einen Leim rein in das Loch. Ein bisschen was darf man da schon rein. Dann nehmen wir mal so einen Schaschlikstäber und verteile den da drin. Da schaue ich, dass ich am Anfang schon ziemlich was dort habe, weil sie den Leim sowieso vor dem Dübel her schiebt. So. Und dann klopfe ich den Dübel rein. Ich mache es jetzt immer so, dass ich mit den abgeflachten Seiten nach oben, weil der Leim von der Schwerkraft her sowieso nach unten absinkt, und dann drückt es ihn wieder nach oben ein wenig. So, jetzt stell da hinten an. Dann schneide ich den einfach mit einer feinen Japansäge da ziemlich bündig ab. Nicht ganz am Holz entlang kratzen, weil da tut man sich dann danach wieder so schwarz und wegschleifen. Und den Überstand, den stiche ich dann mit dem Stemmeisen noch ein wenig weg. Jetzt ist das eigentlich schon super bündig und den Rest, den verschleife ich dann. Und das gleiche Spiel mache ich bei den anderen Elf jetzt auch noch. 20 Minuten später. Jetzt bin ich so weit durch, dass ich alle Teile fertig habe. Da oben habe ich jetzt die Reling hingebaut, dass nicht rauffallen kann, das Kind. Die Befestigung von der Reling, die habe ich da ein wenig eingefalzt, damit es da nicht so hoch auftrocknet. Das habe ich an der Vermarkereisäge gemacht. Da unten, da habe ich die Seitenteile ein wenig eingestimmt, damit da der Übergang sauber ist, weil da diese Rundung dran ist. Die Reling, die habe ich jetzt auch bloß verschraubt. Da mache ich dann wieder so eine Gewindstangenstupsel rein, damit das so ausschaut wie da. Da oben habe ich die Baumkanten dran lassen, weil mir das eigentlich recht gut gefällt. Die habe ich bloß verschliffen. An der Lorte habe ich die Baumkanten auch dran lassen, die muss ich jetzt bloß noch verschleifen. Da habe ich das auf Gehrung geschnitten und eine Fremdfeder eingesetzt. Der Faserverlauf von der Fremdfeder ist so, damit die gescheit herhält. Die oberste Trittstufe von der Lorte wird fest mit dem Seitenteil verschraubt. Die anderen drei Stufen von der Lorte, die habe ich da um 5 mm eingestimmt und werde von außen bohren und mit Dübelstangen noch fixieren, dann schaut es genauso aus wie da an der Reling und da an die Stirnseiten. Da habe ich die Wangen von der Seite nochmal ausgeklinkt und setze da, das ist jetzt bloß lose drin, noch das Teil ein, das tübe ich zweimal daher. Das ist dafür da,
dass man die Leiter aushängen kann, wie man will. Das schlupft dann da hinten rein. Da bei den mittleren, das was jetzt da wegen raussteht, da liegt die Leiter dann noch auf. Und das ist dann noch zwischen die Wangen drin, einfach dass der Auftritt da wegen breiter wird. Ich werde jetzt das komplette Bett wieder zlegen. Die Reling da oben muss ich noch verschleifen, die Seitenteile, die Strähm da unten, die Treppen zlege ich wieder, die Seitenwangen muss ich noch verschleifen, bei den Stufen muss ich noch die Rundungen hinfräsen und da hinten auch noch an der Kanten. Die Baumkanten, die verschleife ich immer mit der Flex und einer Fächerscheibe. Bevor jetzt wieder einer in die Kommentare schreibt, dass das nicht Flex heißt, sondern Winkelschleifer, langsam. Bei mir ist dieser Flex. Alle Teile sind jetzt soweit fertig, es ist alles geschliffen, es ist alles fertig zusammengebaut. Die Leiter, da habe ich jetzt da an die Stufen innen ein bisschen an Leim angegeben, aber nicht viel. Dann habe ich es zusammengezwingert und von außen bohrt und verdübelt, dass das zu einem Gesamtbüttel ein wenig passt. Bei der Reling habe ich es genauso gemacht, aber die ist nicht nur verdübelt, die ist unterhalb von den Tübe verschraubt und die Stöpsel haben eigentlich nur zur Zierde da. Aber dann passt das auch optisch ein wenig zusammen. Die Halter für die Leiter, die habe ich auch verleimt und da verdübelt. Diese, wir haben früher immer Fehlstellen dazu gesagt, die ist halt. Ich darf jetzt nicht sagen, dass das Fehlstellen sind. Mir gefällt das optisch recht gut, wenn da ein bisschen Lehm drin ist in dem Ganzen. Die habe ich jetzt mit Heißkleber ausgespritzt, also mit einem schwarzen Heißkleber. Mein Filmhaus mit Epoxidharz, ich mag das Epoxidharz nicht. Das ist ja so ein Gebatz mit dem Zeug. Man muss da wochenlang warten, bis der Drucker ist. Ich habe mir überlegt, ob ich es vielleicht mit Shellac mache. Shellac war vielleicht auch eine Alternative gewesen. Ging halt auch recht schnell, musst halt warm machen, dass flüssig wird und dann kippst du das rein und wenn es kalt ist, ist es fest. Aber Shellac ist so spröde und manchmal prickelt es dann wieder raus. Darum habe ich es jetzt mit Heißkleber gemacht. Ist vielleicht nicht so die optimale Lösung, weil es halt doch Plastik ist, was jetzt im Holz wieder drin ist. Aber das werden wir jetzt dann sehen, wenn ich das Finish drauf mache, wie schön das ausschaut. Das ist jetzt der nächste Schritt. Da habe ich jetzt die Beck schon mal hergerichtet. Da habe ich da oben so eine Anti-Rutsch-Auflage gemacht, einfach damit ich keine Kratzer mehr reinmache und das nicht dreckig werden oder irgendwas. Als Finish benutze ich immer ganz gern was ganz was Natürliches. Das ist Leinöl gemischt mit Bienenwachs. Das schaut jetzt da auf der Kamera recht gelb aus. In Wirklichkeit ist es ein wenig heller. Dazu kaufe ich jetzt, weil ich halt nicht so große Mengen brauche, als Leinöl immer einfach im Supermarkt. Wer größere Mengen braucht, im Reitsportbedarf oder im Pferdebedarf gibt es dieses Leinöl ganz günstig. Ich glaube 5 Liter kosten da irgendwas um 28 oder 30 Euro. Also da bringt man eine ganz schöne Menge raus. Ich mische das dann immer 80% Leinöl, 20% Bienenwachs, im Wasserbad warm gemacht, umgerührt, kalt werden lassen, fertig. Auftragen tue ich das mit einem alten Baumwoll-T-Shirt. Und dann, wenn es eine Zeit lang Nutzung ist, dann reibe ich das mit einem Drucker-T-Shirt immer noch. Das zeige ich euch jetzt, wie schön das Holz dann wird, wenn das Finish drauf ist. Dazu jetzt einfach da ein wenig umeinander reiben, dass das ein wenig flüssig wird, bis der Lappen so richtig schön drängt ist. Also da ist wirklich viel Hüftviel. Alles, was Überschuss ist, das reibt man dann nachher sowieso wieder runter. Und jetzt schaut mal her, wie wunderschön das wird. Das feiert das Ganze jetzt ein wenig an. Nicht zu viel, aber ein bisschen, dass die Maserung ein wenig rauskommt. Und da sieht man jetzt auch schön, ich hoffe, dass man es auf der Kamera sieht,
wie schön schwarz das dann wird mit dem Heißkleber drin. Genau, dann massiert man das alles ein wenig ein. Das dürfte jedem bekannt sein. Ich meine, der, der das Video anschaut, der, glaube ich, der bastelt selber auch daheim ein wenig umeinander. Und der kennt dieses Oberflächenfinish auch. Das ist wirklich eins von den günstigsten Oberflächenfinishes, die ich kenne. Und es macht einfach eine super schöne, harmonische Oberfläche. Das Holz bleibt offenporig, das Holz, das kann nach wie vor atmen. Diese Oberflächen kann man wieder nachbehandeln, wenn es ist. Und es ist einfach absolut natürlich, allergikerfreundlich, es riecht gut. Also ich weiß halt nicht, was da der Nachteil sein kann von so einem Finish. Ich mache das jetzt alles ein Ganzer und dann zeige ich euch das Endergebnis. Don't stop. Watch out now. Watch out now. So, einmal durchgeölt und gewachst habe ich jetzt alles. Es ist alles schön saut eingeschmiert. Da steht der Rest. Ich finde es einfach nur schön. Das schaut jetzt richtig gut aus. Ich lasse das Ganze jetzt noch eine Stunde ziehen. Dann reibe ich das alles nochmal nach und bis morgen trickern. Und dann bauen wir das Ding auf. Nächsten Tag. So, heute ist endlich der große Tag, wo das Mädel ihr neues Bett kriegt. Das wird da hinten so entlang aufgestellt. Im Bumseins bleibt da so stehen. Das habe ich auch selber gebaut, aus Buche. Das ist das Provisorium. Da wollte ich im ersten Teil ja ein Foto einblenden, das habe ich leider vergessen. Das habe ich aus Lerche einmal schnell zusammengezimmert. Das Ganze ist sogar so in die Hosen gegangen, dass das so flach ist, dass bloß der Lattenrost drin liegt und die Matratzen nicht einmal davon gehalten wird. Jetzt hat es auch die Matratzen andauernd immer verschoben. Das haue ich jetzt dann raus. Das schneiden wir zusammen und schieren es ein, weil das brauchen wir sowieso nicht mehr. Dann drehe ich die Teile rauf von dem neuen Bett und dann stellen wir es auf. Und jetzt geht's ans Zusammenbauen. Bett ist jetzt fertig zusammengebaut. Geht recht schnell mit den Bettverbinder. Zusammenstecker, Zusammenklopfer, fertig. Ich stehe jetzt auch an dem Platz, wo stehe ich soll. Leider wird jetzt halt der Elliot da hinten ein wenig verdeckt. Den habe ich damals mit der Airbrush gemacht, wie wir das Kinderzimmer hergerichtet haben. Ja, nein, ist halt jetzt auch so. Was jetzt noch fehlt, ist die Treppen. Da muss ich jetzt die oberste Stufe noch setzen. Da habe ich jetzt gestern leider in der Euphorie des Bettbaus vergessen, dass ich da jetzt die Löcher vorher bohre und die Dübelstangen rein mache. Das muss ich halt jetzt auch noch machen. Die Leiter ist jetzt auch dran. Jetzt ist es soweit fertig. Die oberste Trittstufen, die habe ich jetzt einfach da viermal verschraubt mit 6x80er Schrauben.
Ja, da muss ich halt jetzt schauen, ob das hält, weil diese Schrauben gingen ja jetzt auf Scherbelastung und durch das, dass die Oberfläche schon gewachst ist und das nicht verleimt ist, weiß ich nicht, ob das recht lang hält. So, vielleicht drückt es ein wenig nach unten. Aber falls das passiert, dann setze ich da einfach nur mal 3 Dübelstangen und dann wirft sie da eigentlich nichts fein. Aber jetzt lasse ich es erst einmal so. Aber jetzt zeige ich euch das Bett erst einmal nur mal wegen im Detail. Das Projekt Bett bauen ist jetzt somit abgeschlossen. Mein Versprechen habe ich damit eingehalten. Ich habe jetzt auch da unten die Spülküche untergestellt. Die habe ich mal gebaut aus demselben Holz wie das Bett. Ich hoffe, dass er sich ein wenig freut und dass gern drin schlaft. Ihr könnt mir jetzt einmal in die Kommentare unten schreiben, wie euch die 2 Videos über das Projekt gefallen haben. Sollt ihr da mehr solche Sachen machen und euch da mitnehmen? Soll ich es ausführlicher machen oder nicht so ausführlich? Das darf mich echt einmal interessieren. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Endlich mal wieder ein bisschen schreinern. Jetzt zum Schluss verlinke ich dir da und da noch ein Video von mir. Wenn du meinen Kanal abonnieren darfst, würde mich freuen, dann drück einfach da drauf. Und ansonsten kann ich bloß noch sagen, seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, basteln mit dem Bäder. Und ich gehe jetzt raus und tue Pullo waschen.